Ja, herzlich willkommen zur zweiten Sitzung der Vortragsreihe Games in der historischen Forschung und Bildung, einer Kooperationsveranstaltung der Unis Oldenburg und TU Dresden, des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und zudem organisiert als Satellitenringvorlesung mit vielen Partnern, in der sich zentrale Games-Standorte der deutschsprachigen Forschungs- und Bildungslandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorstellen und wir uns in einen Dialog miteinander begeben. Also wir organisieren das und wir moderieren die Reihe. Die eigentlichen Stars sind aber natürlich unsere Gäste, deren Projekte, Institutionen und Spiele. So wie heute. Ich darf heute begrüßen und ich freue mich sehr darüber, Lukas Boch von Board Game Historian. Es geht heute also um analoge Spiele, Brettspiele und das fantastische Stimmt's Projekt nicht? Board Game Historian. Mein Name ist Lukas Hases. Ich arbeite und lehre an der Uni Oldenburg und veranstalte die Reihe gemeinsam mit meinen wunderbaren Kollegen Matthias Herrmann und Martin Reimer von der TU Dresden. Und ich darf heute anmoderieren. Also ein paar Worte des Einstiegs zu Lukas und Board Game Historian. Lukas Boch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WWU Münster am Seminar für historische Theologien in ihrer Didaktik, wo er zum Mittelalter in modernen Brettspielen promoviert. Gemeinsam mit Anna-Clara Falke gründete er 2020 das interdisziplinäre Projekt Board Game Historian über Geschichte und Gesellschaft in analogen Spielen mit dem Ziel, die wissenschaftliche Beschäftigung mit analogen Spielen in Deutschland voranzutreiben. Und dazu hören wir heute natürlich noch viel, viel mehr. Board Game Historian verfolgen das Ziel, Deutschland zum nachhaltigen Forschungsstandort zu analogen Spielen dann auch zu machen. Und ihr habt schon sehr, sehr viel dazu erreicht, national und auch international. Habt euch einen Namen gemacht und eure Arbeit und die Forschung dazu auch in Deutschland ganz fett auf die Karte gesetzt. Board Game Historian mit dem sehr fantastischen Blog konnte sich in 3 Jahren als größte Vernetzungsplattform für analoge Spieleforschung in Deutschland etablieren, weil ihr auch sehr umtriebig seid. Wir schreiben uns ja eigentlich meistens, wenn wir irgendwie im Zug sitzen. Das ist immer ganz witzig. Ihr haltet Vorträge, zuletzt einen fantastischen Einführungsvortrag von dir, Lukas, bei der Spiel. Kann man auf YouTube gucken. Den Wir Link. haben noch nicht zu viele gesehen, weil sich vielleicht ein paar Dinge überschneiden werden, aber Ja, das macht nichts. Ich habe ihn auch gesehen und ich freue mich auf sehr jeden gut, Fall. Ich sehr freue mich gut. jedes Mal auf einen Vortrag von dir. Aber ich möchte ihn trotzdem wärmstens ans Herz legen. Und generell, letztes Mal war es schon so, dieses Mal auch. Wir nutzen den Chat, um sich auszutauschen. Haut die Links da rein. Wir machen das auch. Und ein Link ist eben zu dem YouTube-Video. Ihr kooperiert aber auch mit Museen. Deutschlandweit wirst du was zu erzählen. Veranstaltet Spieleabende. Sehr bald auch einen in Oldenburg bei mir. Ich freue mich schon sehr. Ihr seid im Fernsehen gewesen, Radiobeiträge, Podcasts, Roundtable, also was ich gesagt habe, sehr, sehr umtriebig. Und das alles zeigt, dass Interesse für Brettspiele und ihrer Forschung da ist. Und ihr habt diesem Thema zu einer Plattform und einem tollen Netzwerk verholfen. Und ich bin schon gespannt, was einfach weitergeht, dieses Jahr, nächstes Jahr und darüber hinaus. Für heute sind wir aber erstmal sehr gespannt auf deinen Vortrag mit dem Titel Das Projekt Board Game Historian, Geschichte und Gesellschaft in analogen Spielen und was man damit anfängt. Stage is yours. Ja, dann danke ich erstmal sehr für diese sehr nette Einführung. Ich hoffe, nach diesem Vortrag kann ich dem auch gerecht werden. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich auch in dieser Vorstellung, in dieser Ringvorlesung teilnehmen darf und dass ich ein bisschen noch einleiten kann, was neben digitalen Spielen vielleicht auch analoge Spiele noch für den Bereich der Game Studies zur Verfügung bieten kann oder bereithält. Ja, dann beginne ich jetzt. Kurz, was Sie heute erwarten wird. Ich möchte gerne anfangen mit einer kurzen Geschichte des modernen Brettspiels, weil ich das ganz wichtig finde, bevor wir über Geschichte in modernen Brettspielen zu reden, darüber zu sprechen, was eigentlich das moderne Brettspiel ausmacht, wie wir da hingekommen sind. Dann geht es um Geschichte in Brettspielen, wenig überraschend. Und als letztes möchte ich noch ein paar Ausblicke auf das geben, was wir eigentlich bei Board Game Historian machen. Das sage ich auch jetzt schon. Lukas hat es angedeutet, wir sind relativ präsent so, und da könnte der Eindruck entstehen, dass das irgendwie nur ich oder nur Anna ist. Das ist aber gar nicht der Fall. Das ist mir ganz wichtig. Da sind mittlerweile viele Leute dabei, um das einfach nochmal hervorzuheben. Genau. So. Ja, also eine kurze Geschichte des modernen Brettspiels. Sie sehen hier hinten Catan, das wird uns noch ein paar Mal mehr begegnen. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, was das moderne Brettspiel eigentlich ist, müssen wir darüber sprechen, was es nicht ist. Denn es gibt natürlich schon seit Ewigkeiten Brettspiele. Reinhold Wittig hat 2021 in einem Interview gesagt, dass Spiele unser ältestes Kulturgut sind. Keine Ahnung, ob ich dem jetzt komplett folgen würde, aber dem ich auf jeden Fall folgen würde, wäre, dass sie den gleichen Rang erhalten sollten wie Bücher.
wie Romane, wie Filme und eben auch wie digitale Spiele. Sie sehen hier das Spiel von Ur, auch eines der ältesten Spiele. Das älteste Spiel, aber tatsächlich, was uns überliefert ist, ist das altägyptische Senet aus dem 3. Jahrtausend vor Christus, also über 5000 Jahre alt, wurde in einem ägyptischen Grab gefunden. Und hier sieht man auch schon mal die kulturelle Bedeutung von Brettspielen. Es ist also nicht nur Kinderkram. Man sieht sogar das Spiel auf Hieroglyphen abgebildet. Und ganz kurz, und ich will nicht zu weit ausschweifen, Ziel ist, dass man seine Figuren eben ins Jenseits bringt. Also auch hier hat schon das Thema des Spiels eine Verbindung zu der Gesellschaft, in der es entsteht. Das finde ich mal ganz wichtig, noch mal hervorzuheben. Natürlich gab es auch Brettspiele im Mittelalter. Sie alle werden das kennen. Schach, klar, kennt jeder. Es gibt noch so abgefahrene Spiele wie Wurfzabel. Schön an diesen mittelalterlichen Innovationen finde ich dabei immer, dass man hier sehen kann, dass Spiele und Spielen durchaus auch kulturübergreifend genutzt wurde und auch geschlechterübergreifend. Also wir haben auch Frauen, die Schach gespielt haben, das eben abgebildet wurde und dass dieses Spiel auch damals kein Kinderkram war, sondern eigentlich die Erwachsenen auf ihre Herrschertätigkeiten in gewisser Weise vorbereitet haben. Wie gesagt, es ist aber gar nicht mein Hauptforschungsschwerpunkt. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann googeln Sie mal Dr. Ulrich Schädler. Der hat nämlich ganz, ganz viel dazu gemacht. Das möchte ich nochmal hervorheben. Er war lange Zeit jetzt auch im Schweizer Spielemuseum der Leiter und ist jetzt dieses Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ansonsten, wenn Sie mehr zur Geschichte der Spiele allgemein finden wollen, besuchen Sie auf jeden Fall den Blog G-Spiele. Das ist nicht der Blog des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, sondern von Jonas Richter, der macht ganz tolle Arbeit. Und das Board Game Studies Colloquium, das hat auch seit den 90er Jahren viele Arbeiten zu eben historischen Brettspielen, also archäologischen Brettspielen gemacht. So, jetzt kommen wir aber zu modernen Brettspielen. Sie sehen hier, Klaus Teuber. Catan ist eben ein Spiel, das jetzt mittlerweile nach Risiko und Monopoly zu den bekanntesten Brettspielen gehört. Wieso das ist, werden wir gleich noch mal ein bisschen sehen. Ja, aber wie kam das denn jetzt eigentlich dazu, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eigentlich eine ganz besondere Art des Brettspiels entwickelt hat? Und das kann man schon noch mal hervorheben, dass Deutschland da eine bedeutende Rolle gespielt hat. Vielen ist das gar nicht so klar, aber auch wenn heutzutage immer mehr Menschen auch in anderen Ländern logischerweise spielen, ohne das, was ab den 1970er Jahren, 1980er Jahren hier in Deutschland passiert war, wären wir nicht an dem Stand an der Renaissance des modernen Brettspiels, was wir heute haben. Also das sagt auch schon Professor Dr. Max Kobbert. Witzigerweise kommt er auch aus Münster. Und hat eben in seinem Kulturgut Spiel das mal ein bisschen aufgearbeitet. Und ich möchte jetzt ein paar Punkte vorstellen, die mit dazu geführt haben, dass wir heute dieses moderne Brettspiel in Deutschland haben. Ganz wichtig ist dabei die Gründung von Spiel des Jahres E.V. Sie kennen den Preis sicherlich alle, denn wenn man ein Brettspiel zu Weihnachten kauft, dann wird häufig zum Spiel des Jahres gegriffen. Und das ist auch gut so, weil das wirklich ausgezeichnete Spiele sind, die gar nicht das Ziel haben, unbedingt das komplizierteste und vielleicht auch geekigste Spiel auszuzeichnen, sondern das sind Spiele, die die Menschen dazu bewegen sollen, an den Spieltisch zu kommen. Das heißt auch Nichtspieler. Und 1978 kam es zur Gründung Spiel des Jahres E.V. Und zwar dem vorausgegangen war eine sehr aktive Journalistenszene in Deutschland, was auch echt spannend ist, die eben schon seit langer Zeit über Brettspiele in Medien geschrieben haben. Und ganz wichtig war da eben auch der Tom Werneck, der ein jährliches Journalistentreffen veranstaltet hat in Nürnberg. Und daraus ist dann eben diese Spiel des Jahres Jury entstanden. 1979 kam es zur ersten großen Preisverleihung in Essen, in der Volkshochschule, und die hatten es damals schon gut geschafft, auch die Politik mit einzubinden. Wir sehen hier die Bundesfamilienministerin Antje Huber, die quasi als Schirmherrin des Preises fungierte. Und witzigerweise ist es auch der Grund, warum der Preisspiel des Jahres in Essen verliehen wurde, weil nämlich Antje Huber gesagt hat, kann ich machen, aber nur, wenn ihr das in meinem Wahlkreis macht. Und deswegen ist man dann in die Volkshochschule von Essen gegangen. Und dann wurde eben 1979Hase und Igel als erstes Brettspiel ausgezeichnet mit diesem Preis. Und nur, dass man sich mal diese Dimensionen vorstellen kann, Tom Werneck schreibt das in einem Artikel, wenn ein Spiel ausgezeichnet wird mit diesem Preis, dann steigen die Verkaufszahlen wirklich ins Exorbitante. Also er hat davon geschrieben, dass es 500.000 Titel sind anstatt von 5.000. Ja, also das muss man sich vorstellen, das ist ein massiver ökonomischer Faktor. Bleiben wir so ein bisschen weiter in der Frage nach den verschiedenen, nach den journalistischen Tätigkeiten. Also wir haben schon gesagt, es gab verschiedene Leute, die haben in verschiedenen Medien über Brettspiele geschrieben. Und
1981 kam dann das erste professionelle Spielemagazin raus, das ist die Spielbox. Die gibt es tatsächlich seit 1981 bis heute. Dieses Magazin hat eine sehr spannende und auch turbulente Geschichte. Das wird jetzt zu weit führen. Aber ich habe durch einen Zufall, oder durch Glück, bin ich an eine Sammlung dieser alten Spielbox-Hefte kommen von 1981 bis Mitte der 2000er Jahre. Und das ist halt eine perfekte Quelle, um sich wirklich mal anzugucken, so was hat sich da eigentlich entwickelt. Es ist auch schön zu sehen, wie sehr sich manche Autoren und Akteure der Brettspielszene dort angiften. Das hat schon ein bisschen Soap-Charakter zeitweise auch, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Quelle, sich das näher anzugucken. So. Dann, dritter wichtiger Punkt, ist das Spieleautorentreffen in Göttingen. Ich habe leider noch nicht herausfinden können, was das Spiel links unten ist. Das sieht ein bisschen aus, als würde man eine Beschwörung ausführen. Aber dieses Spieleautorentreffen ist wirklich total interessant und auch sehr, sehr wichtig. Denn in Deutschland gibt es die Spieleautorenzunft, die eben aus dem Spieleautorentreffen hervorgegangen ist. Und das sind wirklich Leute, die sich vernetzen und auch für die Rechte von Autoren eintreten. Also, dass zum Beispiel auf der Spielschachtel von modernen Brettspielen immer auch der Autor zu finden ist, das war nicht selbstverständlich. Das ist die Leistung von tatsächlich den Herren, größtenteils, aber auch Damen, die sich dort engagiert haben. Und Reinhold Wittig ist eben die Person, Edition Perlhuhn, ja, der das Ganze maßgeblich mit initiiert hat. So, und dann gibt es eben die Spiel. Und Sie haben es vielleicht mitgekriegt, vor knapp einem Monat hat die jetzt wieder stattgefunden, zum 40. Mal. Und die Spiel ist eben die immer noch weltgrößte Publikumsmesse für analoge Spiele. Dieses Jahr hatten wir die 200.000 Besucher in knapp verfehlt. 193.000 waren, glaube ich, der Stand. Wichtig, aber die kommen aus der ganzen Welt zusammen. Und es wird einfach eine unglaubliche Masse an Neuheiten vorgestellt. Allein dieses Jahr waren es 1.700. Sie sehen auch, der Korpus, der da anwächst für jemanden, der sich mit Brettspielen auseinandersetzen will, wird langsam aber sicher etwas unübersichtlich. Genau, hier nochmal auch so ein paar Bilder, ganz schön finde ich, von den ersten deutschen Spielertagen in der Volkshochschule in Essen. Genau, und damals gab es witzigerweise auch digitales Spieleangebot dort. Also es ist nicht so, dass von Anfang an so eine Trennung zwischen analogen und digitalen Spielen war, sondern also die Spielerinnen-Szene zu Beginn der 80er Jahre war durchaus aufgeschlossen für beide Teile. 2023 kam es dann zu einem Umbruch, einem großen, und die Dominik Metzler, die lange Zeit die Spiel geleitet hat, und die vorher die quasi die Geschäfte von ihrem Vater Friedhelm Merz übernommen hatte, die hat eben jetzt das Schiff im Endeffekt verlassen. Die HistorikerInnen unter Ihnen werden vielleicht die kleine Anspielung sehen, die hier gemacht wurde. Ich weiß nicht, vielleicht kann der Chat, ich gehe mal auf den Chat ein, kann der Chat einmal schreiben, auf was bezieht sich denn wohl dieses Cover? Lass mal gucken, ob ich den Chat überhaupt lesen kann. Ah, ich sehe etwas. Ja, wunderbar. Sogar mit Namen Bismarck. Genau. Wunderbar. Ja, also fand ich eben ganz witzig, das nochmal so aufzugreifen. So, jetzt komme ich wieder zurück zur Folie. Ja, also einfach nur mal Zusammenfassung. Es gab während, zu Beginn der 80er Jahre, verschiedene Ereignisse, verschiedene Institutionen, die dazu geführt haben, dass so ein, ja, die Grundlage gelegt werden könnte für das moderne Brettspiel. Und das fasst eben Friedhelm Merz auch nochmal selbst zusammen. In einer Spielbox von 1985 schreibt er, dass eben die Qualitätskontrolle des Kritikerpreises Spiel des Jahres und die Nachwuchsförderung des Göttinger Autorentreffens durch eben die Informationsarbeit der Spielbox genau und eben die Deutschen Spielertage dazu geführt haben, dass man ja, dass dieser Grundstein gelegt werden konnte. So. Jetzt habe ich nochmal, also das ist ja so ein Problem mit Definition. Ich habe jetzt einfach mal eine Definition mitgebracht, wie ich das moderne Brettspiel definieren würde für meine Untersuchung. Das ist nicht das Gelbe vom Ei und das stimmt auch nicht das Letzte, was man dazu machen kann, aber ich muss ja mit irgendwas arbeiten. Und ich sehe eben ein modernes Brettspiel als ein analoges Regelspiel, das durch eine Kombination von Material, Regelwerk inklusive verschiedenen Mechanismen und einem Thema, ja, eine Spielwelt erzeugt. Das finde ich ganz zentral. Und das Spiel ist eben immer auch als System anzusehen. Da haben wir auch schon andere vorher drüber geredet, dass den Spielen einfach eine Spielerfahrung ermöglicht, an deren Ende eben ein klar definiertes Ziel steht. Das finde ich tatsächlich immer auch wichtig. Es gibt schon Spiele, die auch kein klar definiertes Ziel haben, aber die finde ich mal ein bisschen langweilig. Da ist vielleicht auch meine eigenen Ambitionen getriggert. So. So, genau, jetzt Katan als Zensur. Was mich jetzt wirklich interessieren will, vielleicht einmal, vielleicht können wir nochmal den Chat nutzen, das würde mich interessieren. Wer hat denn Katan schon mal gespielt? Der kann ja mal eine 1 in den Chat schreiben. Nur, dass ich das, also würde mich jetzt selber
Ah, okay, das sind viele. Aber ist gut, ja, schön. Sehr gut, ja, ist bekannt auf jeden Fall. Schön. Nein, also Catan hat wirklich etwas losgetreten. Ja, was das, also ne, es gab auch schon vor Catan, 1995, gab es durchaus eine aktive Brettspielszene, aber Catan hat es irgendwie geschafft, ja, die Massen mehr zu erreichen. Es wurde einfach mittlerweile über 40 Millionen Mal verkauft, in 40 Sprachen übersetzt, es wird in 70 Ländern allein verkauft und macht eben diesen Begriff der German Games Welt bekannt. Mittlerweile ist German Games ein bisschen überholt, man spricht heutzutage eher von Euro Games, aber es ist schon interessant, dass die Amerikaner eben ab den 90er Jahren und eben spätestens seit Catan von einer bestimmten Art der Spiele redet, die eben in Deutschland vor allem vorherrscht und die eben als German Games bezeichnet werden und die sich vor allem immer dadurch ausgezeichnet haben, dass man eine sehr, also durchaus komplexe und gut verzahnte Mechanismen hat. Es gibt demgegenüber, spricht man vom American Style, früher hieß es Ami Trash, und das ist gar nicht wertend gemeint, sondern diese Spiele haben quasi mehr das Thema in den Vordergrund gesetzt und es wurde viel mit Würfeln agiert. So, jetzt gucke ich nochmal, dass ich zurückgehe. Ja, und was Catan eben auch so spannend macht und eben auch nochmal zeigt, Brettspiele sind irgendwie Kulturgut, ist, dass es in anderen kulturellen Medien aufgegriffen wird. Wusste ich vorher auch nicht, aber in South Park gab es auch eine Folge, wo die anscheinend wo Catan thematisiert wurde, hier aber in irgendeiner weirden digitalen Variante. Aber das fand ich ganz schön. Und natürlich, Big Bang Theory hat auch viele, ja, Spiele aufgegriffen, eben auch Catan. Hier sehen wir drei der Protagonisten, wie sie am Tisch wahrscheinlich Holz gegen Erz oder gegen Wolle tauschen. Was mich Anfang dieses Jahres wirklich beeindruckt hat, war die Reaktion auf den Tod von Klaus Teuber. Also er ist am 1. April verstorben dieses Jahres, viel zu früh. Und wir haben auf der ganzen Welt auf einmal Nachrufe auf ihn gehabt und in der New York Times, im Guardian, natürlich auch in Deutschland. Und das war für mich irgendwie nochmal so ein Punkt, wow, das moderne Brettspiel hat einfach nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt viele Fans und anscheinend auch in Positionen, die darüber sprechen wollen. Und das ist etwas, was man irgendwie gefühlt immer mehr erlebt. So, jetzt bin ich auch mit dem ersten Teil fertig. Und jetzt möchte ich gerne auf Geschichte in Brettspielen eingehen. Das ist ja eigentlich das, was uns interessiert. Und ich hoffe, dass diese Fragen nicht zu blöd kommen. Ne? Jetzt könnte man ja fragen, warum beschäftigen sich Lukas Boch und Anna-Clara Falke unter anderem, neben vielen anderen, auch mit modernen Brettspielen. Genau, einerseits natürlich, wenn man dann irgendwann die Möglichkeit hat, neben einem Space Marine zu stehen. Das ist schon gut. Ich kann jetzt auch zufrieden sterben. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe. Ne? Aber jetzt erstmal, ne, man könnte ja sagen, Brettspiele, das sind keine Quellen in der Hinsicht. Es sind nicht die Historiker, die verfassen. Brettspiele stellen Geschichte falsch oder Fehler da, was auch immer das heißen soll. Und es ist eben nur eine Freizeitbeschäftigung. Und ich habe mich dazu versteift, die Theorie der Geschichtskultur zu nutzen, um ja, dem Ganzen einen Zugang zu fahren. Matthias Herrmann kennt das auch sehr gut. Public History oder was anderes, was man auch noch nehmen könnte. Aber die Idee dahinter ist einfach, dass unsere Vorstellungen von der Vergangenheit, und das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen auch, oder da erzähle ich nichts Neues, eben nicht nur von Bildungsinstitutionen, Universitäten, Schulbüchern geprägt werden, sondern eigentlich vielmehr von den Dingen, die uns in ganz alltäglichen Situationen begegnen. Hier nochmal Jörn Rüsen. Also in Münster haben wir auch einen großen Schwerpunkt auf Geschichtskultur. Und dass einfach alle ja, Vergangenheitsbezüge, alle Spektren mit einbezogen werden müssen, wenn wir untersuchen wollen, wie eigentlich Geschichte, das ist immer ganz wichtig, also die Vorstellung von Vergangenheit in unserer Gesellschaft repräsentiert wird, allmächtig ist. Zudem eben die Geschichtsbilder, die wir in populärkulturellen Produkten finden, wahrscheinlich so schlimm es auch klingt, einen deutlich höheren Einfluss auf das Geschichtsbewusstsein vieler Menschen haben als klassische wissenschaftliche Institutionen. Also nochmal, ich merke das auch immer selber, immer stärker. Also durch auch Social Media sind wir dazu geneigt, deutlich schneller Content zu konsumieren. Das heißt, durch das Lesen von einem ganzen verdammten Buch mit 600, 700 Seiten, das tun, glaube ich, die wenigsten wirklich. Und deswegen ist es wichtig, sich, glaube ich, mit diesen populärkulturellen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist für die Geschichtswissenschaft mittlerweile eigentlich ein alter Hut, aber für die Kirchengeschichte ist es tatsächlich etwas Neues, was ich ganz gerne ein bisschen stärker noch hervorheben wollen würde. So, ich habe jetzt einfach nochmal ein paar Fragen aufgelistet, was aus Sicht der Public History Geschichtskultur meiner Meinung nach sinnvoll ist. Also, wenn man sich mit Brettspielen beschäftigt, einerseits ganz, ganz wichtig, wir müssen das Medium verstehen. Ansonsten kann ein Historiker eigentlich nicht viel über das Spiel aussagen.
Frage ist immer, was wird dargestellt? Viel spannender aber nicht, was wird auch nicht dargestellt? Bei den Klosterkulturspielen oder bei Klosterspielen ist es zum Beispiel sehr auffällig, dass wir ein einziges Spiel haben, das in einem Nonnenkloster spielt, aber ganz, ganz viele, die in Männerkloster spielen. Und dabei gab es durchaus im Mittelalter auch viele Nonnenklöster, die auch durchaus mächtig waren. Das sind die Quellen der AutorInnen. Das ist auch etwas, was ich immer ganz spannend finde. Und natürlich, wie wird Authentizität erzeugt? Ich weiß nicht, Authentizität wurde bestimmt auch schon in den vorherigen Vorlesungen thematisiert, aber nochmal ganz klar, Authentizität verstehe ich und viele aus den Game Studies mittlerweile so, dass es ein Gefühl ist. Dazu hat Felix Zimmermann auch sehr viel gemacht. Das heißt, authentisch heißt nicht gleich wissenschaftlicher Forschungsstand. Das wäre triftig. Authentisch beschreibt eigentlich mehr, wenn es ein Medium schafft, dass eine Person XY davon ausgeht, ja, diese Geschichte, die wir hier sehen, das ist etwas, was meinen Sehgewohnheiten entspricht. Das identifiziere ich als zum Beispiel Mittelalter. Und natürlich die Narrative, die in den Spielen angeboten wird, über die Frage, ob Brettspiele überhaupt ein Narrativ besitzen, kann man, glaube ich, auch diskutieren. Also gerne kann man darüber diskutieren. Genau, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir auch Aussagen haben. Zumindest aber Affordanzen, also Aufforderungen. Wichtig einfach nur, die bloße Frage nach richtig oder falsch greift zu kurz. Können Sie machen. Kann auch spannend sein. Aber wird schnell langweilig und Sie werden kein Spiel finden, das Geschichte richtig darstellt, weil erstens wollen das die Autorinnen nicht, zweitens können sie es gar nicht. Und gerade in Brettspielen vielleicht nochmal, die in einem Zeitraum von eigentlich maximal einer Stunde, also gibt auch Spiele, die länger dauern, aber eigentlich haben sie so eine Stunde angeprägt, das sind Spiele, die sich gut vermarkten, da kann man gar nicht Geschichte in seine ganzen Detailität umfassen. Vor allem die Vergangenheit sowieso nicht. So, jetzt habe ich schon etwas länger geredet, aber jetzt erstmal die Frage, haben wir überhaupt historische Themen in Brettspielen? Überraschung, ja, sogar sehr, sehr viele. Aus irgendeinem Grund behandeln tatsächlich sehr, sehr viele German Games, also gerade früher auch historische Thematiken, aber jetzt habe ich Ihnen hier auch mal eine Auswahl von Spielen mitgebracht, die allein dieses Jahr auf der Messe vorgestellt wurden, über Carvi, also ein Wikinger-Setting, über Obsession, mega witzig, da geht es quasi um das viktorianische England. Und da gibt es auch so Gebäude wie zum Beispiel den Raucherclub, da können Sie dann nur männliche Adlige reinsetzen. Also das Spiel lohnt es, also würde ich gerne noch mal ein bisschen Werbung für machen. Ist sehr komplex, aber spielt sehr schön mit dieser typischen Vorstellung von Stolz und Vorurteilen, was auch immer. Es ist wirklich großartig. Genau, Weimar noch etwas, was ich empfehlen wollen würde. Das ist auch relativ viel in den Medien tatsächlich gewesen. Ein Spiel, was es schafft, in dem System, was es repräsentiert, historische Gegebenheiten wirklich ganz schön nachspielbar tatsächlich zu machen. Ja. So. Wie kann jetzt Geschichte überhaupt in Brettspielen dargestellt werden? Das ist so ein Schema, was ich seit längerem entwickle und jetzt in dem bald erscheinenden Buch zu Klöstern und Klerus und analogen und digitalen Spielen auch wirklich mal aufgeschrieben habe. Und ganz basal würde ich sagen, es gibt drei Sphären, aus der die Spielwelt besteht, und das ist einerseits das Thema, was natürlich bei einem als historisch angesehenes Spiel historisch sein sollte in irgendeiner Art und Weise. Ich habe jetzt hier einfach mal drei Themen mitgebracht, Krieg, Wirtschaft und Religion, und spannend ist eben, in welchem Setting sich dann das Thema befindet. Also ne, man kann Krieg natürlich im Mittelalter haben, aber als Setting könnte auch eine ganz andere Epoche her. So, dann gibt es das Material. Das ist ja auch nochmal das, was im Endeffekt das Brettspiel vielleicht von den digitalen Spielen unterscheidet. Also wir haben dieses haptische Material, im digitalen hätten wir dann eben mehr, ja, wie soll man es nennen? Gute Frage. Es ist eben nicht physisch, aber natürlich auch vorhanden. Und wir haben Miniaturen, die mittlerweile immer detaillierter werden. Der 3D-Druck macht ja unglaubliche Fortschritte. Wir haben hier Spielkarten, wo man auch schon sehr schön sieht, dass durchaus auch mittelalterliche Illuminationen hier als Vorbild genutzt wird. Wir haben die klassischen Miepel unten rechts, die kennen Sie vielleicht aus Carcassonne. Hier sehr spannend, wenn Sie diese Miepel einfach nur haben, das ist halt eine Holzfigur. Aber durch die Regeln wird auf einmal aus so einem Miepel, wenn Sie ihn auf ein Kloster setzen, ein Mönch oder ein Ritter. Das heißt, ne, durch das Regelwerk wird so ein Material auch Bedeutung zugemessen. Es wird auf einmal semiotisch aufgeladen, könnte man sagen. Und dann gibt es auch eben häufig in Spielen so etwas wie Begleithefte. Das ist dann nicht mehr das klassische Spielmaterial, sondern es ist Begleitmaterial, aber trotzdem Teil des Spiels. Ein Buch für Odin finde ich ein gutes Beispiel. Oder auch hier beim Sechsstädtebund, wo Sie ja Bautzen besteuern können, wenn Sie das wollen. In der Vergangenheit, da gibt es auch so kleine Hintergrundinformationen. So, jetzt sind wir bei Geschichtsbildern. Da möchte ich gerne auch nochmal darauf hinweisen, weil ich das immer wichtig finde. Und ja, wahrscheinlich kennen das viele, aber ich finde Orléans immer auch das perfekte Beispiel. Sie sehen, das Cover rechts des Spiels ist eine 1:1-Kopie, mehr oder weniger.
der das Image du Mont, also einer mittelalterlichen Handschrift. Das steigt eben die Drei-Stände-Gesellschaft, Ritter, also beziehungsweise Adelige, Klöster, Klerus und Bauern. Und man kann hier sehen, dass der Illustrator Clemens Franz sich sehr viel Mühe gegeben hat, dieses typische mittelalterliche, holzschnittartige mit zu übernehmen. Und hier wird eben Authentizität durch historische Quellen im Endeffekt gewährleistet. Auch das sage ich immer, weil ich es immer ganz witzig finde. Gehen Sie mal auf Wikipedia. Der erste Eintrag unter Ständegesellschaft ist eben das Bild links. Das heißt hier auch wieder, es ist kein Zufall, dass dieses Bild gewählt wurde, sondern man geht davon aus, dass diese Menschen das Bild vielleicht schon mal gesehen haben. Also man geht auf die Sehgewohnheiten zu. Oh, man könnte natürlich auch anders argumentieren, dass der Autor nicht so lange gesucht hat, man einfach das erste genommen hat, was er gefunden hat. Das müssen wir natürlich dann in Interviews herausfinden. So, das nächste ist dann die Rezeption der Populärkultur. Auch das wieder ganz wichtig. Beschäftigen wir uns als HistorikerInnen mit Populärkultur, finden wir dort eben nicht nur Rezeption der historischen Quellen, sondern natürlich auch Rezeption von anderen populärkulturellen Medien. Ich mache es auch nochmal hier ganz kurz. Wenn Sie es dechiffrieren können, was sehen wir oben rechts auf dem kleinen Plättchen? Gerne auch in den Chat, wenn Sie es erkennen können. Jetzt haben wir sogar schon jemanden, der es geschrieben hat. Sehr gut. Ja, Matthias, du weißt das natürlich. Genau, Ritter der Kokosnuss, wunderbar. Dann das unten links vielleicht nochmal. Auch jemand, der es vielleicht noch nicht einmal in der Vorträge gehört haben sollte. Ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Kennt das jemand? Worauf hier der Verweis ist? Also ne, erstmal noch Ritter der Kokosnuss, ne, ist eindeutig. So, jetzt haben wir ein paar Chat-Nachrichten. Ja. Genau, danke. Name der Rose, genau. Und hier, das ist, und das finde ich wirklich faszinierend, weil es eben, das ist jetzt, das denke ich mir nicht aus, sondern das kann man halt ganz klar sehen, wenn man es zeigt. Und das Interessante ist aber, dass das in dem Spiel nicht unbedingt steht. Das heißt, hier auch wieder ein ganz klares Zeichen, Brettspiele spiegeln auch den Zeitgeist wider. In 20, 30 Jahren wird unter Umständen niemand mehr erkennen, dass der Verweis von Clemens Franz hier in All Young Invasion auf Ritter der Kokosnuss zielt. Weil die Leute diesen Film einfach nicht mehr kennen, er nicht mehr in dem kulturellen Gedächtnis so präsent ist. So, schups. Und das Letzte, dann sind sie auch erlöst mit dieser theoretischen Teil, wäre dann das Regelwerk. Das ist natürlich nochmal das, was Spiele einfach ausführen. Das heißt, das Regelsystem determiniert, was wir im Spiel machen können. Die Mechanismen erlauben Spielenden zu handeln und sie messen eben also den Materialien des Spiels besondere Fähigkeiten zu, beziehungsweise besondere Möglichkeiten. Es gibt ganz unterschiedliche Mechanismen in Brettspielen. Da würde ich auch tatsächlich einen Unterschied zwischen digitalen und analogen Spielen sehen, dass bei dem analogen Spiel die Mechanismen, das Regelwerk extrem offen liegt. Das heißt, zum Sezieren im Endeffekt für uns Historiker bereit. Bei digitalen Spielen ist es häufiger so, dass diese Regeln hinter dem Code verborgen sind. Also nicht bei allen Spielen. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir uns sowas angucken wie Total War zum Beispiel, das sind eben auch Spiele, die von ihrer Art her relativ nah auch an, ja, in gewisser Weise analogen Spielen dran sind. Also wenn wir uns gucken, sowas wie Civilization, das kann man eben auch ganz gut adaptieren als Brettspiel. Ich möchte das alles nicht so theoretisch halten. Also gucken Sie sich das einmal an, wenn wir es jetzt mal zusammenführen. Wir haben jetzt hier den Mönch in Orléans, das heißt ein Spielmaterial. Und dieses Spielmaterial ist eine besondere Fähigkeit. Der Mönch, den kann man jetzt in bestimmte Gebäude einsetzen. Wo kann man den einsetzen? Haha, hi ho, in die Brauerei. Denn, also jetzt, das ist wirklich ganz schön, wenn Sie einen Mönch in Brettspielen finden, dann macht er häufig eins, nämlich Bierbrauen. Das ist ein Trope, den man sehr viel findet. Und es ist ja tatsächlich so, dass heutzutage viele, und es gibt kaum ein Kloster, was nicht mittlerweile eine eigene Biermarke vertreibt. Spannender ist es aber natürlich, wenn wir solche Dinge haben wie die Sakristei, also den Mönch der Sakristei. Wenn wir den da einsetzen, werden wir vor dem nächsten negativen Ereignis verschont, der es in Orléans eintritt. Und die Pest ist echt nervig. Ich habe letztens noch mit Anna zusammen gespielt, weil wenn die Pest kommt, dann müssen wir eine Figur aus unserem Beutel ziehen, die stirbt. Also passt sehr schön eigentlich. Und der Mönch schützt uns jetzt davor. Und das ist eben genau nicht das, was wir unter mittelalterlicher Religiosität verstehen. Also, dass eine Person mit einer besonderen Beziehung zu Gott, zum religiösen oder beziehungsweise zum theologischen uns dafür schützt. Das ist einfach sehr schön, wenn Spiele es schaffen, durch die Spielmechanismen, durch die Regeln, historische Komplexe verständlich zu machen. Das ist eben das, was mich eigentlich besonders an Spielen interessiert. Und da gibt es erstaunlich viele gute Beispiele. So, und jetzt möchte ich Ihnen nochmal ganz kurz etwas über Board Game Historien erzählen. Und zwar, genau, also Lukas hat ja schon vieles vorweggenommen.
Ja, ist nicht stimmt. Nein, also genau, gegründet wurde das jetzt eben vor ein paar Jahren von Anna und mir. Einfach aus dem Grund auch, weil es zu analogen Spielen, modernen analogen Spielen, einfach sehr wenig Forschung gab und immer noch gibt. Es gibt immer mehr Leute, die dazu arbeiten. Das ist natürlich toll. Matthias Herrmann, Lukas Hases, ihr beide macht ja auch schon, fangt auch schon an, was dazu zu machen. Aber was man eben sieht, dass eben eine wirkliche Lobby fehlt. Es fehlt zum Beispiel massiv an Publikationen, die das ganze Thema behandeln. Da ist jetzt aber einiges in der Mache. Und wir versuchen eben in Board Game Historian oder mit Board Game Historian einen Beitrag dazu zu leisten, dass ja, eine nachhaltige Forschungslandschaft zu analogen Spielen in Deutschland einfach entsteht, am besten auch weltweit. Denn das Ding ist wirklich, wenn Sie sich Einführungswerke zu den Game Studies angucken, da wird wirklich Games gleichgesetzt mit digitalen Spielen. Und das finde ich schade. Häufig werden sie auch als Negativfolie gesehen, denn analoge Spiele sind eben ein eigenes Medium. Ne? Natürlich gibt es, es sind auch Regelspiele, aber sie funktionieren einfach anders als digitale Spiele. Ich glaube, dass aber durch eine gemeinsame Forschung ja, da viel fruchtbar gemacht werden kann. Unsere Grundsätze, bei denen, die wir jetzt bei uns so versammelt sind, einfach, ne, klar, analoge Spiele entstehen in keinem kulturellen Vakuum, sondern sie rezipieren, reproduzieren und, das ist eben das Spannende, transformieren auch Vorstellungen ihrer Entstehungskontexte. Und wir müssen eben, auch das habe ich schon angesprochen, dieses verdammte Medium verstehen, wenn wir es wirklich spezifisch untersuchen wollen, sonst wird es sehr schnell sehr peinlich. Da gibt es genug Beispiele, wenn Leute anfangen, über Dinge zu sprechen, die sie nicht verstanden haben. Und im Mittelpunkt steht eben eine Forschung, das ist leider noch etwas, was uns tatsächlich auszeichnet bei Board Game Historian, eine Forschung mit der Spieleszene und nicht bloß über diese. Das halte ich tatsächlich für einen zentralen Punkt. Und wie muss man sich das konkret vorstellen? Wir betreiben ja, Social Media Channel, Instagram sind wir mit am größten, Twitter haben wir auch, einen Blog, wo wir dann eben mit der Community in Austausch gehen, auch mit den Verlagen. Ich sage das auch ganz offen, wir arbeiten auch mit Verlagen zusammen. Also Sie sehen hinter mir ein paar Spiele. Wir haben jetzt in unserer Sammlung um die 800. Die muss man irgendwie auch haben, wenn man dazu arbeitet, aber das ist natürlich viel zu teuer, als dass man sich die alle selber anschaffen könnte und als ob die Uni dafür Geld hätte. Und deswegen arbeiten wir mit den Verlagen zusammen, dass sie uns tatsächlich, weil sie unsere Arbeit gut finden, auch Forschungsexemplare zur Verfügung stellen, damit wir eben mit diesen arbeiten. Jetzt möchte ich drei Säulen nochmal vorstellen. Einerseits eben die angesprochenen Publikationen. Mehr als nur Zeitvertreib, das haben wir 2021, also zur Spiel 2021, so ein Call for Papers gemacht. 2022 ist es dann in digitaler Form bei der Uni Münster auch erschienen. Da sind einfach so ein paar Sammlungen von verschiedenen Autoren, die sich mit analogen Spielen beschäftigen. Ich möchte an dieser Stelle auch Werbung machen für das Handbuch Brettspiele, das nächstes Jahr erscheint und von Professor Dr. Jürgen Kahler herausgegeben wurde und Christoph Post. Das Spannende hier ist wirklich, dass sie es geschafft haben, über 50 Akteure der Brettspielszene zu versammeln, die dann über ihre jeweiligen Spezialgebiete Texte schreiben. Das ist etwas, was einfach fehlt. Das ist massiv wichtig, dass sowas jetzt kommt. Und natürlich finden wir es auch schön, dass wir gefragt wurden, ob wir da einen Artikel zur Brettspielforschung in Deutschland schreiben könnten. Aber das ist wirklich ein ganz wichtiges Buch und ich bin sehr froh, dass das die beiden wirklich auch diese Mordsarbeit in die Hand genommen haben. Ja, so ein bisschen Werbung jetzt muss ich trotzdem noch machen, denn morgen erscheint unser erstes Buch. Genau, von bierbraunen Mönchen, kriegerischen Nonnen. Wo wir, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass es so die erste wissenschaftliche deutsche Printpublikation ist, die sich eben gleichmäßig mit digitalen und analogen Spielen beschäftigen. Viele Leute, witzigerweise, die in dieser Ringvorlesung dabei sind, haben auch Beiträge dazu geschrieben. Das ist ganz schön. Genau. Und da haben wir eben unter anderem Brettspiele auch vorgestellt. Vor allem geht es aber auch um Sammelkartenspiele. Tabletop haben wir auch mit dabei und eben ganz viele unterschiedliche digitale Spiele auch. Genau. Das nächste sind analoge Spiele in Museen. Nur mal so ein paar Beispiele, weil Museen einfach toll für analoge Spiele geeignet sind. Durch ihre Haptik und durch ihre, ja, Schönheit in Anführungszeichen kann man sie einfach toll in Ausstellungen integrieren. Ich lasse das hier nur mal so ein bisschen durchlaufen, was wir schon machen durften, machen konnten. Hier Mönch ärgere dich nicht aus dem letzten Jahr. Genau. Und das dritte Standbein sind eben die Veranstaltungen. Hier in der Mitte sehen Sie den Research Day, den wir letztes Jahr auf der Spiel durchführen konnten. Tatsächlich auch erstmalig, dass es so eine wissenschaftliche Tagung zu Brettspielen auf der Messe gab. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen sehr, dass wir es auch wieder durchführen können. Genau, wir hatten just gestern hatten wir einen Termin zum Mittelalter zum Mitmachen. In einer Kirche haben wir Brettspieltische aufgebaut. Und das war echt schön, weil da ganze Familien auch hingekommen sind, auch aus verschiedenen Kulturen, auch sehr spannend.
Genau, der Game Jam des Museums, des Hanse-Museums in Lübeck. Da kann man sich tatsächlich auch noch anmelden. Das finden wir einfach toll, dass sowas jetzt auch passiert, also dass quasi in Museen analoge Spiele entwickelt werden. Und ja, man versucht da irgendwie sich breiter aufzustellen. Und schließen möchte ich noch mit Spiel mit Archäologie, weil das jetzt am 24. und 25. im Archäologischen Museum, also im Museum, ich muss für Archäologie und Kultur, das sind jetzt alles auch Kulturmuseen, da gibt es quasi ein Thema rund um Brettspiele mit dem Thema Archäologie. Harald Schrapers wird kommen von Spiel des Jahres. Wir werden Autoren auch dort vor Ort haben, die mit Leuten sprechen. Genau, da wollte ich noch ein bisschen Werbung für machen. Und dann sind wir jetzt auch endlich beim Fazit. Also Deutschland, davon bin ich überzeugt mittlerweile, besitzt eine besondere Brettspielkultur, die allerdings tatsächlich immer noch weitgehend unbearbeitet ist. Da muss echt noch was geleistet werden. Das ist auch ein Problem. Die deutsche Brettspielszene, so großartig sie auch ist, hat es noch nicht geschafft, so eine eigene Lobby aufzubauen. Es gibt ja beim digitalen Spielen den Gameverband, sowas gibt es bei den analogen Spielen leider nicht. Das wäre echt gut, wenn man das nochmal hinkriegen würde. Es sind auch Gespräche in der Mache. Aber was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich eine Stiftung Analoge Spielkultur, die tatsächlich dafür sorgen könnte, dass das Kulturgut-Brettspiel oder Kulturgut-Spiel allgemein spielen, ja, doch analoge Spiele erstmal auch promotet werden kann. Genau, Brettspiel sind eben eine eigene Mediengattung, die einfach nochmal deutlich mehr untersucht werden müssen. Genau, die Lobbyarbeit habe ich ja schon erwähnt. Ja, also ne, das ist mal ganz wichtig. Ich will damit sagen, nicht, dass jemand falsch versteht, dass es nicht großartige Menschen gibt, die in der Szene dafür arbeiten, dieses Anliegen voranzutreiben. Also dass Brettspiele mehr als Medium wahrgenommen wird, aber es fehlt irgendwie noch an so einer geschlossenen Front, in Anführungszeichen. Es gibt mittlerweile viele Einzelpersonen. Genau, das müssen wir aber irgendwie mal bündeln, habe ich das Gefühl. So, ich habe jetzt zu lang geredet. Aber ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen Spaß gemacht und